Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, heute habe ich ein Beta-Gameplay für euch von dem Game Cryodesk VR. Und Cryodesk VR ist ein PC-VR-Horror-Game. Es erscheint wahrscheinlich an Halloween als Early-Access-Titel und ja, es ist jetzt schon spielbar. Es fehlt mit Sicherheit noch einiges, aber es ist definitiv spielbar. Und ich habe, glaube ich, jetzt ungefähr 50 bis 60 Minuten in diesem Game verbracht. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, ich hasse VR-Horror-Games. Und ich war so angespannt die ganze Zeit und hatte so viel Schiss. Ich bin halt eine Schissbuchs in VR, das ist ganz normal. Da stehe ich auch zu. Und ja, in diesem Game habe ich die ganze Zeit permanent ein ganz beklemmendes Gefühl. Und obwohl ganz lange nichts passiert ist, also das Gameplay geht 50, 60 Minuten. Ich muss mal schauen, was ich alles rausschneide. Aber ja, es passierte nicht viel, aber alleine diese Dunkelheit, Lichtreflexe, ja, Reflexionen eher gesagt, und ja, dann immer auch die Soundeffekte, die man so hört, dann denkt man immer, da kommt jetzt was, und ja, bis am Ende dann doch wirklich was passierte. Also das Game baut immer komplett neu auf. Also jedes Gameplay, wenn ihr einmal Play drückt, habt ihr komplett neues, ja, erstelltes, ja, Szenario. Ihr habt eine Raumstation und ihr müsst davon fliehen. Ihr seid ganz alleine und es ist kein Überlebender weit und breit zu sehen. Und ihr müsst ein paar Sachen erfüllen, damit ihr da rauskommt, zu einer Rettungskapsel kommen könnt. Und ja, da müsst ihr Sachen sammeln und euch den Gegner natürlich auch irgendwie erwehren. Es gibt aktuell 2 Gegnertypen, es soll später mal 12 Gegnertypen geben, und ja, in meinem Gameplay seht ihr dann, ich glaube, einmal so eine Art Spinnenwesen und dann irgendwie so ein mutierter Zombie, und ja, die sind relativ stark und man muss dann auch relativ schnell weglaufen. Wir haben keine Waffen zur Verfügung. Wir können uns Sachen craften, aber das sind keine Waffen, das sind eher so Sachen, um diese Gegner, ja, abzulenken, zu vertreiben. So geht das. Ich habe versucht, Sachen zusammenzubauen. Es ist verdammt schwer. Das Game erwartet von euch, dass ihr Sachen, ja, kombiniert, selber von alleine, und ihr euch dann, ja, selbst erarbeitet, wie ihr da überlebt auf dieser Raumstation und ja, dann auch da rauskommt. Und ich habe das Gefühl, das ist eine riesen Map, die immer neu aufgebaut wird. Wenn ihr sterben, haben wir komplett neues Level und müssen das neu erkunden. Und man hat dann immer einen anderen Auftrag, zu welcher Rettungskapsel man muss. Und die muss man dann alles finden. Man muss auch ein paar Teile dafür finden. Ich glaube, eine Energiezelle meistens, um da rauszukommen. Und ja, also es ist eine kleine Entwicklungsteam. Ich glaube, ein Hauptentwickler hat das Ganze gemacht. Und dann hat er auch noch ein bisschen Hilfe. Ich hatte mit 2 von denen Kontakt auf jeden Fall. Und ich finde es verdammt gut, wenn man bedenkt, was das für ein kleines Entwicklerteam ist. Die bauen also meiner Meinung nach einen großen Spannungsbogen auf. Und man kann sich nie sicher sein. Ist man jetzt gerade sicher? Kommt da jetzt was? Und ja, das Spiel entscheidet dann irgendwann, wann so ein Gegner auf einen zukommt, und da muss man auch wirklich schnell weglaufen, Fäuste ballen, und dann kann man auch laufen gehen damit, und der Charakter kann relativ schnell sein. Ja, ich habe mich nie sicher gefühlt, ich habe mich auch nie gelangweilt, aber dieses Crafting-System und so muss man gut erlernen. Man muss wirklich mehrere Sitzungen da drin machen, um wirklich auch diese Sachen zu bauen, und was kann man miteinander kombinieren und was ist das dann im Endeffekt, was ich da gebaut habe. Also das ist ganz wichtig, dass man das erlernt, um ja wirklich auch Spaß im Spiel zu haben. Ja, ich sag's am Ende auch nochmal, wenn ihr das Gameplay gesehen habt und habt irgendwelche Änderungswünsche oder habt Anregungen für den Entwickler, gerne unter die Kommentare rein damit. Er wollte sich das dann auch durchlesen und dann eventuell auch, ja, ein paar Sachen einbauen und so weiter und so fort. Ich weiß aktuell nicht, wie teuer das Game wird. Release aktuell Early Access Halloween, only PC VR, und ja, das, meiner Meinung nach, sieht man das auch an der Grafik, dass es PC VR ist. Ich denke, mit ein bisschen abgespeckten Sachen kann man das auch locker auf die Standalone-Geräte bringen. Das wird kein Problem sein. Wenn das gut ankommen sollte,
wird das auch wahrscheinlich der Plan von dem Entwickler sein. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen und ja, wie gesagt, alles unter die Kommentare, was euch so einfällt, und jetzt viel Spaß beim Gameplay. So Leute, hier sind wir in der Beta von CryoDeath VR und ja, schauen wir uns mal ganz kurz die Optionen an, die wir hier haben. Wir haben hier einmal Texturen, die wir einstellen können, Schatten, Effekte, Post-Processing und ja, hier können wir halt Low, Medium und High, steht alles auf High, ich habe eine 4080er, sollte machbar sein. Dann haben wir die Audio-Einstellungen, Soundeffekte oder Musik, ob das kleiner, leiser oder lauter sein soll. Dann haben wir hier Based Movement, also ob wir hier per Headset nach vorne gehen wollen oder per Zeiger, also von per Controller. Dann haben wir einen Crouch-Button, den habe ich mir hier auf den Dings gelegt, dann können wir wirklich im Spiel auch crouchen. Grip-Toggle, also ob wir einmal nur drücken sollen, dann hält er was fest, oder ob wir das dauernd halten sollen. Dann ob die Vignette beim Bewegen kommen soll, also dieser schwarze Kreis. Und ja, das ist es eigentlich schon hier an Optionen. Ich möchte euch ein kleines, kurzes Gameplay zeigen. Ich finde es richtig heftig für mich. Ich finde es sehr beklemmend. Es sind hier sehr viele Lichteffekte da, Blitzeffekte, und Leute, die jetzt mit Epilepsie zu tun haben sollten, sollten dieses Spiel am besten nicht spielen. Und ich finde es schon vom Psychischen her schon ziemlich heftig. Ja, lassen wir uns mal gut gehen. So, als erstes, wir wachen in einem Pod auf und hier kann man die Höhe kalibrieren und ja, wir sollen also an eine der ersten Konsolen ran. Als erstes zeige ich euch mal, was wir hier alles haben. Also wir haben hier einmal ein kleines Main-Menü. Hier wird uns angezeigt, was wir machen sollen. Also wir sollen versuchen, zum Pod 5 Nummer 24 oder Pod 3, Pods 24, Pod 3, also Raum 24, denke ich mal, und Pod Nummer 3 sollen wir erreichen. Wir sollen eine Keycard finden oder uns besorgen. Find the Core Cell, also eine Zelle sollen wir finden, und Extract LF Scan Data. Also wir sollen auf jeden Fall Daten noch uns besorgen. Und dann haben wir hier eine kleine Hilfe. Da können wir uns anzeigen lassen, wie was geht. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Und dann haben wir hier was ganz Cooles. Und zwar ist das ein Scanner, das erinnert mich so wirklich an die Science-Fiction-Filme. Und wir können hier die Sachen scannen, die wichtig für uns sind. Und hier sehen wir auch schon einen anderen Pod. Und da ist auch jemand drin. Dann haben wir hier noch eine Karte, die uns hier eingeblendet wird. Und wir haben immer andere Gegebenheiten, anderes Raumschiff und ja, wir sind nie im gleichen Raum. Und ja, hier schauen wir uns mal so einen Core Cell oder so einen Cryopod an. Und kann man auch mal schauen. Deceased, also ist tot. Also da kann man nichts machen. Hier haben wir so ein kleines Computer. Terminal. Warning, System Status Critical, Crew intact, einer. Also wahrscheinlich wir. Engine Fail und ja, wir sollen zu Pod Room 24 und ja, der Entwickler hat mir gesagt, alles was wir hier lesen können ist wichtig, von daher ja, unbedingt anschauen, was wir hier alles machen können. Hier haben wir nochmal die Hilfe in groß, hier kann man sich alles anzeigen lassen, wie man auch craftet und ja, wie gerannt wird. Boah, ich hab jetzt ziemlich also wir müssen wirklich mit den Armen dann wackeln. Genau, hier haben wir ja unser Inventar. Hier können wir 20 Sachen reinlegen, wie ich hier sehen kann. Und ja, dann können wir auch craften. Müssen wir mal schauen, wenn wir ein paar Sachen gefunden haben, ob wir craften können. Leute, aber ich muss sagen, ich habe verdammt Schiss. Ich finde es ziemlich creepy und gruselig. Und ich hoffe, dass ich hier überhaupt das euch vernünftig zeigen kann. Ich weiß nicht, warum ich mich immer wieder darauf einlasse, so solche Spiele zu zeigen, aber
es ist ein kleiner Entwickler und sowas muss man einfach auch zeigen. Aktuell gibt es nur 2 Gegnertypen. Wir können uns nicht wehren, wir haben keine Waffen. Wir müssen überleben, weglaufen. Und ja. Das versuchen wir am besten auch mal, ne? Wir packen mal alle Sachen so rein, die dort finden. Mal schauen, können wir nachher mal schauen. Ob wir die vernünftig verwenden können für irgendwas. Und grafisch sieht das echt cool aus, finde ich. Also auch die Lichteffekte und Soundeffekte. Also sehr beklemmend. Alles ist ziemlich dunkel gehalten. Ich habe eine kurze Runde gespielt, bin auch gestorben. Das wird mir gleich wieder passieren, da bin ich sicher. Da kann man gar nichts sehen. Hier kann man wenigstens ein bisschen was sehen. So, hier haben wir noch Schubladen. Hier müssen wir mal scannen. Dann, was wir wirklich benutzen können. Aber jetzt nicht, was wir brauchen können. Da sind noch Sachen. Und man weiß nicht wirklich, um was es sich hier geht, was hier passiert ist und das soll irgendwann alles noch in Logs eingebaut werden. Können wir mal ganz kurz in die Hilfe schauen. Dann sehen wir auch die Farben. Interaktiv, Tool, Craft, Heal und Objective. Und ja, wir haben was zum Craften. So, das können wir einfach mal hier. Ach, ich hab zwar die Parkas. Ich weiß nicht, was man überhaupt zusammen craften kann. Ah, okay. Diese Sachen kann man miteinander kombinieren und craften. Aber... oh. Habe ich was gebaut. Aber keine Ahnung, wie man das benutzen kann. Oh, ist das dunkel? Ist das dunkel? Schauen wir mal. Gerade was runter. Okay, nur Funken. So, das ist eine Beta, es kann sich alles noch verändern.
hier ein bisschen. Okay, ja, sehen wir nur das leere Weltall. Aber so leer ist es ja gar nicht, ne? Das ist nichts für mich, Leute. Cryopack 59. Wir müssen aber ganz woanders hin eigentlich. Kommen wir daher? Denke, ne? Schon überall. Boah, ey. Hier ist nichts. Sieht zumindest nicht so aus. Boah, man sieht hier nichts. Und das mit dem Blitzeffekt meine ich. Ist ziemlich dunkel. Und hier müssen wir hin. Pod 3. Dann brauchen wir hier wahrscheinlich eine Energiezelle. Und dann kann man auch dann irgendwann abbauen. Okay. Nee. Pod 70. Boah, da sieht man mal, wie groß das hier sein muss. Ich spiele das wahrscheinlich auch ganz falsch, aber ich habe eine Scheißangst. Versuchen, irgendwas zusammenzubauen. Okay, craften kann ich auch nicht. Das ist so... Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. So beklemmt, so... bedrückend. Das kriegt auch nur VR hin. Okay, hier bräuchten wir auch einen Code. Hier auch. Okay. Das sieht auch krass aus. Bin jetzt nicht so unterhaltsam.
jetzt hier. Kann ich mich damit wieder heilen? Ich gehe von aus. Man muss natürlich auch erstmal rausfinden, was hier ist, ne? Okay. Da kommen wir auch nicht so einfach ran. War eine Idee, aber ich denke mal, das ist zum Heilen. Deshalb auch grün. Wie gesagt, man müsste jetzt echt mal irgendwie wissen, wie man Sachen zusammenbaut. Also das Spielprinzip soll so sein, dass man wirklich herausfinden muss, wie man hier überlebt. Das Interface und so alles, das funktioniert auch echt gut. Ich war schon mal in so einem Raum, da wurde mir Energie abgezogen. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen kann. Ach, guck mal. Okay. Was ich hier machen soll, weiß ich jetzt nicht. Boah, ist das hell. Reaktorkern. Der Look gefällt mir auch total. Aber nicht, dass es ein Horror-Game ist, das gefällt mir nicht wirklich. Hier irgendwie ziellos rum. Okay, ja. Okay, jetzt verbrenne ich hier, so wie es aussieht. Okay, ist leer. Natürlich nicht so gut.
Minuten. Hab ich gedacht. So, da wäre jetzt wieder so ein Ding. Man müsste jetzt echt mal irgendwas versuchen zu bauen oder. Wie gesagt, ist mein First Gameplay, also hab ein bisschen, ich hab ein bisschen Erbarmen mit mir. Der tut nicht mehr. Aha, also der kann irgendwie die Umgebung scheinbar scannen. Ich weiß nicht, ob der dann Alarm schlägt. Okay. Okay, hier ist wieder nichts. Also, es ist ja ein ganz... auch ein ganz kleines Entwicklerteam, ein Hauptentwickler und dann ein, zwei Helfer. Ich muss noch mal genauer nachfragen. Jetzt muss man die Kerne noch mal abschalten, damit man hier irgendwo lang kann. Kann ja die an den Seiten lassen. Bei diesen Zahlenschlössern. Eins, zwei, vier, drei. Okay. Also ich laufe jetzt schon was länger hier rum, aber es wird nicht ungruseliger, kann ich sagen. Weil man die ganze Zeit vermutet, dass was kommt, dass irgendwas passiert. Okay, also, hier kann man sich auch was heilen. Holen wir uns da noch ein, oder? Wissen wir schon mal, wie wir hier. Laser-Emissionsmodul. Ich versuche einfach irgendwas zu bauen.
Okay. Also wenn man hier was auf dem Boden fallen lässt, keine Chance. Kann man die Map auch noch ein bisschen bewegen? Nein. Kann man nicht. Kann man im Control-CPU irgendwas machen? Also das würde ja auch... Na komm. Ich hab eben... Hat's geklappt? Okay. Okay, dann werden wir sterben. Okay, hat er auch gehört? Muss das scheinbar greifen? Schon oder nicht? Ich glaube noch nicht. Cryopod 61, aber ist trotzdem falsch. Aber stehen da irgendwelche Informationen vielleicht drin, die wir gebrauchen können noch? Oder steht hier das Gleiche drin? Das war eine Spinne, die hat sich dann selbst zerstört dagegen. Research Bay. Aha.
und Beine, okay. Also irgendwas Krankes. Auf jeden Fall schon mal. Gaszelle, okay. Also ich hätte gerne eine kleine Anleitung, wie ich Sachen zusammenbauen kann. Viele Sachen. Man weiß aber nicht, wie man die kombiniert. Aber das ist der Kern des Spiels, was man rausfinden soll, wie man überlebt. Wie gesagt, wir sind hier auch immer noch in der Beta, ne? Das muss man natürlich auch immer mal wieder sagen. Ja, also es gibt hier eine Menge zu entdecken. Wir müssen überleben, wir müssen Dinger zusammenbauen. Und das muss man alles rausfinden, wie man was macht. Man kann kleine Bomben bauen, ja, man kann Melder bauen, die sich dann halt melden, wenn irgendwas passiert. Und ja, so kann man sich dann halt... Ich denke mal, wenn ein Gegner kommt, kann man den sich erstmal vom Hals schaffen, aber man kann keine richtigen Waffen bauen. Also das geht jetzt nicht. Ich finde es
Also ich habe jetzt sehr, sehr lange hier durchgehalten und ich finde es echt trotzdem beklemmend und sehr creepy. Ich vermute die ganze Zeit, dass was kommt, versuche zu looten, versuche zu überleben und versuche hier rauszukommen. Ja, wie gesagt, man bekommt immer hier diese Logs und kann dann auch wahrscheinlich irgendwann sich Informationen holen, vielleicht für irgendwelche Türen zu öffnen. Ah, da haben wir ihn schon. Das ist ganz gut, das passt jetzt. Ja, komm. Und jetzt könnten wir so weglaufen und den uns erstmal vom Hals schaffen, aber ich wollte es sowieso beenden. Sehr gut, dass er jetzt gekommen ist. Und ja, wie man sieht, es war auch ein Mitglied. Also es sind Mutationen. Und man lernt immer mehr über das Spiel. Wir waren jetzt insgesamt 56 Minuten. Und ja, es ist nicht immer viel passiert, aber ich werde auch einiges rausschneiden, dass man ein bisschen, ja, dass man ein bisschen was von der Stimmung her mit einbeziehen kann und einfangen kann. Und ja, also ich glaube nicht, dass ich das Spiel mal wirklich spiele und durchspiele, also dass ich so durch den Pott rauskomme. Aber ich finde, für alle Horrorfans ist das ein Muss. Also habt CryoDeath VR definitiv auf dem Schirm. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein richtig cooles Game wird. Und ja, also wenn ihr Anregungen habt, Kritikpunkte habt und so weiter und so fort, gerne in die Kommentare. Der Entwickler wird es mit Sicherheit hier auch lesen. Und ja, wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr die auch hier äußern, was euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat, was ihr gerne ändern würdet. Und ja, vielleicht hört der Entwickler dann auf euch und ja, ihr könnt euch das Ganze dann, ja, euch ein Spiel wünschen, sag ich mal. Ich sage jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.